Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Malcolm McCheese Alice. Im letzten Part sind wir hier in der Welt des verrückten Hutmachers angelangt, der jetzt irgendwie den Beruf gewechselt hat zum Uhrenmacher. Und wir haben hier die Uhr auf Punkt 6 gestellt, da seine Experimente anfängt. Ja, egal. Mal schauen. Wir werden wahrscheinlich als nächstes bekämpfen müssen. Yep, das wirkt nach einer Arena. Castle. Der Enemy-Treffer wird wahrscheinlich auch wieder nicht helfen. Na gut, wir haben ja eine neue Waffe. Ich glaube, das ist wieder ein Teil vom Augenstab. Es fehlt nur noch das Auge des Jabberwocky. Er hat zwar zwei davon, aber er hängt an beiden. Ich fürchte, da wird er seine Meinung nicht ändern. Wo ist übrigens der Hutmacher? Genau hier. Jetzt haben wir die Waffe gefunden, ist nicht relativ stark. Ja, auf jeden Fall. Die macht's schon ein bisschen leichter. Außer verschwinden noch einmal. Kommt. Und schickt seine Roboter vor, natürlich. Ja. Na gut. Es fehlt nur noch das Auge des Jabberwocky. Er hat zwar zwei davon, aber er hängt an beiden. Ja, ich fürchte, da wird er seine Meinung nicht ändern. Wo ist übrigens der Hutmacher? Man kann die Taubtürfel hier verwenden. Oh ne, das ist gar nicht gut. Ja, ich bräuchte halt ganz schön irgendwie Heilung. Okay. Das wird wieder etwas schwieriger. Es fehlt nur noch das Auge des Jabberwocky. Er hat zwar zwei davon, aber er hängt an beiden. Ich fürchte, da wird er seine Meinung nicht ändern. Wo ist übrigens der Hutmacher? Kommt genau hin zu dir gleich. Ein bisschen mehr Schaden nehmen. Oh,
Ich glaube, diesmal hat er relativ viel Glück. Okay, nehme ich gern, wenn ihr die Basis geben konnten. Wenn sie die ganze Zeit getötet hat. Hier noch. Mit dieser Uhr kannst du die Zeit anhalten. Vorübergehend. Dann geht die Zeit weiter und alle bewegen sich wieder. Nur die Toten nicht. Okay. Allerdings, was bringt uns das jetzt? Gar nichts. Man kommt vielleicht nützlich. Ich möchte dir meine Dienste anbieten. Versprich nur, was du auch halten kannst. Ich werde die Rote Königin bekämpfen. Der Ausgang der Schlacht ist ungewiss. Du bist nicht allein. Gestatte, dass ich dir als Kommandant diene und die Truppen anführe, die du bereits für dich gewonnen hast. Wir brauchen eine Schlachtstrategie. Um die Königin angreifen zu können, müssen wir die Tore ihres Reichs passieren. Und das geht nur mit dem Augenstab des Jabberwocky. Öffne das Tor, dann führe ich die Truppen zum Sieg. Okay. Kommen wir zurück. Wir brauchen Verbündete, Alice. Ich hole Verstärkung. Nur Mut. Ja, natürlich. Ja. Das ist die große Frage. Wie komme ich um. Aber okay, nachdem ich ja noch ein Auge von dem brauche. Ich muss schon sagen, es ist praktisch, dass ich hier die Zeit anhalten kann. Und zwar sogar relativ lange. Das müsste ich noch helfen mit Jabberwocky. Ja, ich dachte, dieses wäre nur Leben. Aber scheinbar nicht. Hier auf den Weg räumen. Die Uhr funktioniert nicht immer. Nachdem es zwar relativ stark ist, weil ich immer noch nicht nachgesehen habe, wie es eigentlich heißt. Ja, wahrscheinlich bis zum Ende nicht nachsehen werde. Aber egal. Name macht nicht so viel aus. Ja. Dass ich da reinfalle, macht allerdings schon viel aus.
man hier hochklettern? Ja, nicht so Problem. Ist vielleicht das Ding hier nicht einsammeln. Ach, da ist sonst nichts bringt. Überall vorbei, nicht in die Lava fallen. Nicht einsammeln. Und hier hoch. Okay. Dann geht zum Glück relativ schnell. Okay. Nicht runter. Immer schön weiter. Muss nicht sterben. Wenn es leicht geht. Ich weiß, dass sterben relativ einfach geht. Nö, nicht noch zwei von denen. Egal. Bin ich hier richtig? Ich glaube schon. Es wirkt zumindest richtig. Natürlich, ja. Da fühle ich die nicht an. Sollte auch. Na gut.
Das heißt, die Raupe war das Orakel die ganze Zeit. Ja, kann man das, dass wir das Zeug geredet hat. Ich muss da hoch. Längst brauche ich auch irgendwie Leben. Also ich kümmere mich zuerst ums Leben. Das darf nicht in Flammen aufgehen. Wenn es sehr einfach geht. Das war gerade unfair. Ja, das müssen wir noch überall hinlaufen. Na gut. Ja, nicht die Uhr nicht. Jetzt gelernt. Da ich die Uhr irgendwie nur einmal verwenden kann. Ich meine, auch okay, wenn ich sie öfter verwenden könnte. Aber na gut. Die Gegner dürfen sich gern blockieren. Wenn die mich nicht treffen, ist mir auch recht. Wow. Weil sind die Gegner hier aktiv. Mich mag ich gar nicht. Also wenigstens was hier Feuer auf mich spuckt. Okay. Ich hätte speichern sollen. Ich weiß es. Ja, na gut. Wir kommen da trotzdem irgendwie hin. Wir haben es vorhin auch geschafft. Natürlich ist es ein bisschen nervig, wenn man alles wiederholen muss. Ja, also müssen die anderen Gegner hier vorbeilaufen. Ah, bleib weg. Das sind halt überall so Lava-Fische, die uns erledigen wollen. Jetzt greifen die Vieh gerade nicht an. Ah. Und hier mache ich den Sprung ein bisschen zu früh.